Es gibt zwei Möglichkeiten, Sellerie anzuziehen. Entweder man kauft vorgezogene Pflanzen, die gibt es so im April im Fachhandel bei den Bauern oder in der Gärtnerei. Und die Jungpflanzen werden dann ins Beet direkt gesetzt. Oder man zieht selber Sellerie aus Samen an und das Saatgut, müsst ihr mal schauen, das ist sehr fein. Seht ihr diese kleinen Körnchen hier im Wasser? Wir haben das jetzt eingelegt über Nacht in warmes Wasser. Das ist jetzt natürlich inzwischen kalt, aber dadurch quellen die Samen. Und wenn die Samen Wasser aufgenommen haben, keimen die viel besser. Jetzt werden die ausgesät, das macht man Mitte März, in eine kleine Aussaatschale. Da ist Aussaaterde drin. Aussaaterde ist sehr nährstoffarm, denn die Samen sollen erstmal kräftige Wurzeln bilden auf der Suche nach Nährstoffen, bevor sie dann in gute Gartenerde kommen oder gute Blumenerde. Es ist ein bisschen schwierig, die Samen, die so fein sind, aus dem Wasser rauszukriegen. Und wir haben uns Folgendes überlegt, man nimmt so eine alte Spritze mit einem kleinen Silikonschlauch und kann die wirklich so aufsaugen. Seht ihr, die wandern alle hier rein in unseren Schlauch. Und so kann man die ganz gut auf der Saatschale verteilen, auf der Erde verteilen. Sellerie ist ein Lichtkeimer. Das heißt, die Samen, die jetzt oberflächlich auf der Erde liegen, die dürfen auch nur ganz wenig bedeckt werden. Und zwar machen wir das mit ein bisschen Sand. Also wir streuen einfach ein bisschen Sand auf diese ausgestreuten Samen drüber. Sie brauchen Licht, um zu keimen. Und sie müssen natürlich immer schön feucht gehalten werden. Das macht man am besten mit so einer Blumenspritze. Da muss man jetzt auch die nächsten Wochen ständig kontrollieren, am besten täglich, dass die nicht austrocknen. Wir haben das jetzt hier in so einer Aussaatschale stehen. Da stehen noch verschiedene andere Aussaaten. Dazu gehört dann so ein Deckelchen. Dadurch bleibt hier drin eine schöne feuchte Atmosphäre. Natürlich muss man lüften, damit auch ein guter Luftaustausch stattfindet. Und diese ganze Aussaatschale kommt jetzt nach drinnen, wie gesagt. Ende Februar, Mitte März, da zieht man die meisten Sachen vor, auf eine helle Fensterbank, wo so schön 20 Grad herrschen. Ja, etwa Mitte Mai ist es dann soweit, dass die Selleriepflanzen kräftig genug sind, entweder eure eigene Aussaat oder man hat gekaufte Jungpflanzen. Dabei ist Folgendes zu beachten, Sellerie ist einmal ein Doldenblütler, der sollte also nicht neben anderen Doldenblütlern stehen und man pflanzt sie bei Knollensellerie nicht zu tief, denn es soll sich ja eine Knolle hier bilden. Also die dürfen nicht zu tief gesetzt werden, da das sonst nichts Vernünftiges wird. Und man muss den Abstand beachten. Also bei Knollensellerie ist ja, ich mache jetzt hier drei Stück nur in die Reihe, da brauchen die Pflanzen einigermaßen Platz, um sich gut zu entfalten. Staudensellerie, Schnittsellerie, den könnt ihr enger pflanzen. Hier passen jetzt drei Stück in diese Reihe. Ja, wichtig ist immer, direkt bei jeder Pflanzung, die ihr macht, dass man angießt. Das machen wir jetzt auch. Wenn der Wasserstrahl zu hart ist aus der Gießkanne, gießt ihn euch in die Hand, so an die Pflanze ran. Unser Sellerie ist im Beet. Die Nachbarn sind hier Bohnen, das ist wunderbar bei Sellerie. Und geerntet wird Sellerie erst im September. Dann sind die Knollen erntereif.